Ja, hallo, hier seid ihr bei den Schriftexperimenten. Schrift schreibt man eigentlich den ganzen Tag in der Schule, aber experimentieren dürfen die Schüler hier. Die erste Idee war, ein Haiku zu formulieren, sodass sie gleich Worte haben, mit denen sie experimentieren dürfen. Dürfen die Buchstaben verweben zu einem Teppich, dürfen aber auch große und kleine Buchstaben kombinieren, sodass sie am Ende sagen, heute haben wir experimentiert. Ja, wir von der Westsächsischen Hochschule Fakultät Elektrotechnik wurden gefragt, ob wir uns hier an dieser Veranstaltung, an diesem Lerncamp beteiligen können. Und wir haben uns gedacht, wir machen einen kleinen Workshop zum Thema, wir löten, basteln und programmieren einen elektronischen Würfel auf der Basis von einem Launchpad von Texas Instruments und einer kleinen Platine. Bauen die Schüler jetzt also einen elektronischen Würfel. Das ist eine kleine Lötarbeit, wo man also ein paar Fingerfertigkeiten mal lernen kann. Und im Anschluss daran programmieren wir das Ganze auch, sodass wir die Verbindung von Hardware und Software hier ein bisschen anschaulich darstellen. Wir sprechen von drei Säulen der Kunst, von der Malerei, der Skulptur und der Architektur. Damit wir als Menschen stärkere Kompetenz haben, auch einen größeren Lebensreichtum. Und wir brauchen die Fantasie in allen Berufen. Sie als Ingenieure brauchen wir sie. Und die Architektur ist dafür eben ein wunderbares Neudeutsch Vehikel, ja, und wir dürfen sie nicht aufgeben. Wir haben heute hier einen Feinstaubsensor zusammengebaut. Feinstaubsensor ist ein Sensor, mit dem man Luftverschmutzung misst, also alles, was irgendwie aus Autos rausfällt, egal ob Abgase, Bremsabriebe oder ja, auch aus anderen industriellen Prozessen, was eben so erzeugt wird. Und wir bauen heute so ein Teil für Gesamtkosten 35 € pro Set. Dann den Kids mal gezeigt, wie das funktioniert. Eben mit kleiner Elektronik. Arduino kennt man vielleicht schon aus dem Bastelbereich oder Raspberry Pi. Auf einem ähnlichen Setup haben wir heute den Feinstaubsensor gebaut. Kann man also auch mit anderen Sensoren erweitern oder umspielen danach. Gibt auch im Internet eine Seite, wo man die Werte eintragen kann, wo sich der Sensor freiwillig hinmeldet. Und ja, wir erklären den Leuten eben, wie es funktioniert, wie die Programmierung ist, wie der Hardwareaufbau, bis man mit Lötkolben anfassen, die richtige Seite erwischen, weil es sonst unangenehm heiß und all die Themen. Das ist bei den Kindern eben immer sehr hilfreich, wenn man das mal erklärt und erläutert und die freuen sich auch, wenn sie mal ein bisschen basteln können. Ich bin Sebastian Kriebitsch, bin Forschungsleiter am Institut für Energietechnik und Chemieingenieurwesen der TU Freiberg. Ich habe heute hier unsere aktuellen Forschungsthemen vorgestellt und insbesondere unsere Ideen und Strategien zum Thema Schließen der Kohlenstoffkreislaufketten vorgestellt und versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass wir unseren Abfall, den wir heutzutage verbrennen oder in die Umgebung schmeißen, besser dazu nutzen können, um neue Kunststoffe herzustellen und in Verbindung mit erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung tatsächlich Kunststoffe herstellen können, ohne CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Wir haben uns heute im Rahmen des Workshops mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum beschäftigt und den Workshop unter die Frage gestellt, hat das Mindesthaltbarkeitsdatum eine Zukunft?
Dazu mussten wir uns damit auseinandersetzen, was das Mindesthaltbarkeitsdatum überhaupt ist, wie das der Verbraucher anwendet, ob der Verbraucher Verständnis dafür hat, warum das Mindesthaltbarkeitsdatum da ist, welche Funktion es erfüllt, sind dann auch auf Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelabfälle eingegangen, die Ursachen, die es dafür gibt, haben mögliche Maßnahmen abgeleitet, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und sind am Ende zur Antwort gekommen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum seine Berechtigung hat und auch eine Zukunft hat. Und um das Ganze noch ein bisschen praktisch zu untermauern, haben wir uns getestet mit verschiedenen sensorischen Versuchen und herausgefunden, welche Lebensmittel frisch sind und welche Lebensmittel schon länger im Regal lagern. Ja, schönen guten Tag. Ich komme von der TU Chemnitz, von der Professurverbund Werkstoff und Werkstoffverbunde. Und wir sind heute hier beim Lerncamp, weil wir den Schülern im Prinzip die Werkstoffe näher bringen wollen. Wir haben uns verschiedene Sachen überlegt. Einmal präsentieren wir den Formgedächtniseffekt bei Metallen. Die Schüler können sich selbst so einen unvergesslichen Draht herstellen. Und wir zeigen auch das Vergolden einer Centmünze. Also wir machen dort eine kleine Elektrochemie und bringen im Prinzip aus dem recht wertlosen Cent ein sehr schönes Metall zur Oberfläche. Also ich bin der Herr Rode und ich mache heute einen kleinen Programmierkurs und versuche den Schülern mit viel Spaß so die Grundlagen der Programmiererei beizubringen. Wir arbeiten mit einer grafischen Programmieroberfläche, die also einen relativ schnellen Einstieg in die Programmiererei ermöglicht. Und es bewegt sich dann sehr schnell ein Roboter, man sieht, dass mal noch was passiert ist. Und wir arbeiten mit Sensoren, mal schauen, vielleicht noch welche Entscheidungshilfen, Entscheidungsschleifen. Im Vordergrund steht der Spaß heute. Ja, hallo, wir sind heute für zwei Workshops da. Zum einen mit der Gruppe von 9 Kindern. Da geht es eben um Die Welle von Morton Rue, das Theaterstück. Und eben am Anfang ging es um Erwärmung und ein bisschen als Gruppe zusammenzufinden. Und dann haben wir eben einzelne Szenen aus dem Theaterstück geprobt, in dem sie sich ein bisschen ausleben, ein bisschen aus sich herauskommen konnten und eben auch sehen, wie das Ganze ist, mal in eine Rolle zu schlüpfen und ein bisschen aus sich rauszukommen. In dem anderen Workshop ging es eben um Improvisationstalente. Da sollte sie eigentlich für sich lernen, was kann man im Theater so machen, was ist eben weniger erlaubt und wie kann man denn eigentlich Improvisation noch weiter ausbauen. Per Fernschaltung an die Texas A&M University nach College Station habe ich heute den Schülerinnen und Schülern das International Ocean Discovery Program vorgestellt, also das internationale Ozeanentdeckungsprogramm. Dies ist ein Forschungsprogramm, was weltweit durch 25 Staaten, unter anderem auch Deutschland, finanziert wird. Es besteht mittlerweile seit fast 50 Jahren und es dient der Grundlagenforschung, also vor allem der Erforschung der Klimageschichte der Erde, was Rückschlüsse zulässt auf die Entwicklung des zukünftigen Klimas, der Erforschung der Entstehung von Naturgefahren wie Erdbeben und Vulkanausbrüchen und es dient der Erforschung der Grenzen des Lebens auf unserem Planeten. Ja, wir werden uns in dem Kurs jetzt mit Gedächtnis beschäftigen. Es gibt nicht sowas wie ein schlechtes Gedächtnis oder ein gutes, sondern es gibt nur ein gut trainiertes oder eben nicht. Und das Trainieren kann man lernen und genau das wollen wir tun. Gedächtnistechniken uns anschauen, die dann die wirklichen Profis auch befähigen, zum Beispiel 100 Ziffern schnell zu lernen. So weit werden wir nicht kommen. Aber ich denke, so den typischen Einkaufszettel sollte nach dem Kurs dann jeder aus dem Gedächtnis wiedergeben können. Wir haben uns heute mit demografischem Wandel auseinandergesetzt, was ja häufig ein sehr sperriges oder als sperriges Thema empfunden wird oder auch ein sehr politisiertes Thema. Und mir ging es darum, mal aufzudröseln, was bedeutet das eigentlich konkret? Was versteht man darunter? Und was hat es konkret auch für Konsequenzen für die eigene Lebenswelt? Ja, ich bin heute hier und habe versucht, etwas ganz aktuell aus der Gentechnik und Genetik zu berichten. Und zwar habe ich zunächst ein bisschen erzählt, was wir in der Forschung eigentlich machen, um damit einzuführen, dass wir Geninformationen lesen. Und das tun nicht nur wir, sondern viele andere auch.
Und es gibt Wissenschaftler, die tun das, um herauszufinden, was eigentlich Intelligenz genetisch ausmacht.